الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, und auch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dem Führer der Menschheit und dem Imam der Gottesfürchtigen, Allahs Segen und Heil auf ihm und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, ich möchte fortsetzen, was wir letzte Woche angefangen haben. Und zwar ging es um ein Beispiel von vielen Beispielen, die früher oder vor kurzer Zeit eine Selbstverständlichkeit in unserer Religion waren und natürlich auch immer noch sind. Aber je weniger man über diese Sachen spricht und je mehr die Menschen sich von ihrer Religion entfernen, desto unsicherer werden sie in Bezug auf Dinge, die zuvor glasklar waren, Teil der Religion waren, Bestandteile waren, Selbstverständlichkeiten waren. Natürlich, je mehr sich davon entfernen, desto eher wird das zu etwas Seltsamen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darüber indirekt berichtet in einem Hadith, der teilweise zutrifft auf das, was wir in manchen Dingen erleben. Wir haben letzte Woche gesprochen über das Thema Ikhtilat, das ist, dass fremde Männer mit fremden Frauen zusammen sitzen oder sich aufhalten. Und diese Angelegenheit war und ist, Alhamdulillah, bis an heutigen Tag in vielen islamischen Gesellschaften eine verbotene Sache und wird auch nicht praktiziert. Aber wir müssen auch darauf achten, dass es auch so bleibt. Denn es ist eine Selbstverständlichkeit und wir wollen, dass es auch so bleibt in den muslimischen reinen Gesellschaften. Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu, und möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagte: Schon bald wird eine Zeit kommen, in der die Menschen durch und durch gesiebt werden. Das heißt, es wird eine Zeit des Unheils kommen. Die Leute werden auf die Probe gestellt und dann wird man sehen, was übrig bleibt. Übrig bleiben, gemeint ist diejenigen, die die Prüfungen nicht bestehen, übrig bleiben wird nur noch der Abschaum. Das heißt, die Übelsten der Menschen. Sie halten ihre Versprechen nicht mehr ein und ihre Zuverlässigkeit nimmt ab. Sie werden verschiedenartig und werden genau so sein. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment seine Finger ineinander geflochten, um zu zeigen, dass die Ehrlichen mit den Unehrlichen zusammenkommen werden und man sie schwierig voneinander unterscheiden kann, bis gar nicht voneinander unterscheiden kann. Man weiß nicht, meint er es ernst, meint er es nicht ernst? Spricht er die Wahrheit oder spricht er nur Lügen? Da sagten sie, o Gesandte Allahs, wie sollen wir uns verhalten? Er sagte, nehmt an, was ihr als Gutes erkennt und unterlasst das, was ihr als Gutes leugnet. Und wendet euch euren eigenen Angelegenheiten zu und von den Angelegenheiten der Allgemeinheit nehmt Abstand. Über diese Überführung lernen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen sagen möchte, unter anderem, das, was zuvor Religion war, und ihr immer noch unter den Leuten als eure Religion erkennt, das akzeptiert und nimmt an. Und das befürwortet. Aber wenn die Menschen anfangen, etwas zu tun, was ihr nicht kennt, das kanntet ihr früher gar nicht, irgendwas Neues ist wieder passiert, das steht nirgends in unseren Büchern klar geschrieben, dann entfernt euch davon. Auch wenn die Masse das macht, auch wenn die Mehrheit der Menschen das macht, das spielt keine Rolle, sondern haltet euch an denjenigen Teil der Gesellschaft, der dem Buche Allahs und das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Wir haben über das Thema Ikhtilat, durch Mischung, durch Mengung von Männern und Frauen, Fremden natürlich gesprochen. Und es gibt, liebe Geschwister, zahlreiche Überlieferungen, die diese Sache bestätigen, sogar in den authentischsten Büchern. Zum Beispiel in Sahih al-Bukhari folgendes ist überliefert worden. Und zwar, ein Mann, damals der Khalifa war Hisham ibn Abd al-Malik. Und er hatte einen Mann eingesetzt, der Führer der Pilger war. Der Emir war für die Leute, die zu Hajj gegangen sind. Damals die Leute, die zu Hajj gegangen waren, eine große Gruppe und da hatten sie einen Hajj-Führer. Und diese Person hieß ibn Hisham.
Und dieser Ibn Hisham, heißt Ibrahim Ibn Hisham, der hatte Folgendes vor. Der wollte noch die Sache, er war ein Extremist, kann man sagen. In dieser Angelegenheit, er war ein Extremist. Warum? Weil er wollte, dass beim Tawaf erst die Männer Tawaf machen und dann machen sie den Platz frei und dann kommen die Frauen und machen Tawaf. Warum war er Extremist in dieser Hinsicht? Weil das war zur Zeit des Propheten Hassan nicht so. Und für uns ist alles, was dem Koran und der Sunna widerspricht, das ist kein Extremismus sein. Aber sich an diese Quellen zu halten, das ist natürlich, das ist die goldene Mitte. Und damals war es so, dass die Frauen Tawaf gemacht haben, zeitgleich mit den Männern, aber jeder war an einer anderen Stelle. Das heißt, der eine hatte die Innenbahn und der andere hatte eine äußere Bahn gehabt. Und deswegen, als dann Ibrahim ibn Hisham kam und sagte, ich möchte das verbieten, dass die Frauen und Männer zeitgleich Tawaf machen, dann sagte Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala, einer der Gelehrten der damaligen Zeit, sagte, wie kann er das machen? Das geht doch nicht. Der kann doch nicht verbieten, dass Männer und Frauen gleichzeitig Tawaf machen. Und dann sagte der Überlieferer Ibn Jureyj, der die Geschichte überliefert, fragte Ata, ja und sinngemäß, was ist das Problem? Warum soll er das nicht machen? Dann sagte Ata, denn zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben sie zeitgleich Tawaf gemacht. Das heißt nicht, dass sie zusammen gemischt waren, sondern zeitgleich gemacht. Dann fragte Ibn Jureyj, ja war das bevor Allah subhanahu wa ta'ala den Hijab auferlegt hat oder war das danach? Dann sagte er, natürlich erst danach, weil er hat das selbst noch erlebt, wie das in der Zeit von Mekka noch praktiziert wurde, dass die Frauen auf der einen Seite sind und die Männer bei der anderen Seite sind. Und dann sagt Ibn Jureyj zu Ata, sagt zu ihm, ja aber wie kann es sein, dass Männer und Frauen durchmischt laufen? Er sagt, das ist nicht der Fall gewesen. Aisha radiallahu anha zum Beispiel, sie hat abseits der Männer den Tawaf gemacht und hat sich nicht mit ihnen vermengt. Daraufhin erzählt eine Begebenheit. Er sagt, einmal ist eine Frau zu Aisha gegangen und sagte zu Aisha, was hältst du davon, lass uns zum schwarzen Stein gehen und ihn berühren. Das ist eine Sünde, dass man im Tawaf den schwarzen Stein berührt, ihn sogar küsst. Daraufhin sagte Aisha zu ihr, geh alleine, ich gehe nicht mit dir mit. Warum? Weil sie wollte sich nicht durchdrängeln durch die Menge der Männer. Ata sagte, rahimahullah ta'ala, die Frauen damals pflegten bei Nacht den Tawaf zu machen und sich dabei zu verhüllen. Das heißt, so zu verhüllen, wie man natürlich das bei der Hajj machen darf. Es gibt ja bestimmte Regeln dafür. Aber warum bei Nacht? Weil dann können sie weniger erkannt werden, schlechter erkannt werden. Er sagte, dann machten sie den Tawaf zeitgleich mit den Männern. Aber was die Kaaba angeht, wenn jemand in der Kaaba beten wollte, da haben sie gewartet, bis die Männer alle raus sind und dann sind sie erst dort hineingegangen. So heißt es wortwörtlich in dieser Überlieferung. Und er erzählt weiter, wenn ich zu Aisha gehen wollte, radiallahu anha, dann, um sie etwas zu fragen, fand ich sie vor in einem Zelt aus Wolle oder aus Filz und habe mit ihr gesprochen, während sie in diesem Zelt drin war. Das heißt, er will sagen, hinter einem Hijab, hinter einem Vorhang, ohne dass ich sie dabei sehen konnte. Aus diesen Überlieferungen wird das natürlich sehr deutlich, was wir insgesamt zeigen und erklären wollen. Und es gibt zahlreiche Überlieferungen in dieser Hinsicht, die das absolut verbieten. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer noch deutlicheren Überlieferung bei Bukhari und bei Muslim, wehe euch davor, zu den Frauen einzugehen. Wehe euch davor, vor den Frauen einzugehen. Daraufhin sagte ein Mann von den Ansar, O Gesandter Allahs, was ist mit dem Verwandten des Mannes oder dem Verwandten der Frau? Und er meint damit die Verwandten, die aus der gleichen Familie sind, aber die natürlich als fremd gelten, wie zum Beispiel der Cousin, der eigene Schwager, das ist jetzt aus der Frauensicht, ja, dass die Frau den Bruder des Mannes oder ihren Cousin, dass er zu ihr hineingeht, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese engen Verwandten, wortwörtlich, sind so gefährlich wie der Tod. Wortwörtlich, er sagt, sind der Tod. Gemeint, sind so gefährlich wie der Tod. Warum? Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sagte, weil bei den eigenen Verwandten, wenn es um Cousin geht, um Cousine geht und diese Leute, oder vielleicht die Tante des Ehemannes, die Tante der Ehefrau ist eine fremde Frau für den Ehemann. Ja? Und umgekehrt genauso. Das heißt, diese Personen, da geht man mit ihnen sehr oft leichtsinnig um.
Und das will der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall eben betonen, dass man hier besonders aufpassen muss, weil es noch gefährlicher ist als sonst. Ali ibn Abi Talib radiallahu anha spricht die Männer an, die eifersüchtig sein sollten, es aber nicht sind. Er sagte, sag mal, habt ihr keine Eifersucht gegenüber euren Frauen? Es ist mir zu Ohren gekommen, dass eure Frauen zu den Märkten hinausgehen und sich unter die Männer mischen. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass eure Frauen zu den Märkten hinausgehen, unter den Männern laufen, einfach spazieren gehen, Fenster shoppen machen oder was auch immer. Diese Überlieferung ist in Musnad von Imam Ahmad und Imam Ahmad Shakir, rahimahullah ta'ala, hat gesagt, die ist sahih. Und einmal kam eine Frau zu Aisha radiallahu anha, stolz und prahlend, und sagte zu ihr, O Mutter der Gläubigen, ich habe den Tawaf gemacht um das Haus Allahs 7 Runden und ich habe es geschafft, Alhamdulillah, den schwarzen Stein 2 oder 3 Mal zu berühren. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das heißt, ihr habt Stunden dort verbracht. Wenn du das heute machen wirst, kann sein, du bist von morgens bis abends beim Tawaf. Ich habe es geschafft, den schwarzen Stein 2 oder 3 Mal zu berühren. Wisst ihr, was Aisha gesagt hat? Sie hat ihr nicht gesagt, MashaAllah, das ist aber toll, das ist aber schön, sondern sie hat zu ihr gesagt, möge Allah dich nicht dafür belohnen. Und sie sagt ein zweites Mal, möge Allah dich nicht dafür belohnen. Wie kann es sein, dass du dich unter die Männer gedrängelt hast? Hättest du einfach Allahu Akbar gesagt und wärst doch weitergelaufen. Das macht man beim Tawaf und sagt Allahu Akbar und zeigt mit der rechten Hand zum schwarzen Stein. Wenn man ihn berühren kann, ist es noch besser, wenn man ihn küssen kann, noch besser. Aber was bringt es denn, eine Sünde zu machen und sich dafür dann Sünden aufzuladen? Diesen Hadith hat Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala in seinem Muslim überliefert. Die Beweise dafür sind zahlreich und viele. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Und das Seltsame ist, dass manche Leute, die sagen, ja, aber es gibt doch genug Beweise, Gegenbeweise und weiß nicht was. Es gibt auch Hinweise, dass das erlaubt ist. Ist nicht das Problem, Bruder. Warum rufst du, oder liebe Schwester, warum ruft jemand überhaupt zu etwas auf, was nicht Vollkommenheit bedeutet? Also wenn du 2 Möglichkeiten hast, etwas, was wunderbar gut ist, Allah liebt es und sein Gesandter liebt es, und eine andere Sache, die, naja, manche erlauben es, manche verbieten es, dann ruf doch zu dem auf, was Vollkommenheit bedeutet. Bewahre doch die Reinheit in der Gesellschaft, achte doch darauf, dass diese Herzen sauber bleiben und diese Augen sauber bleiben. Das hat doch eher Vorrang gegenüber einem Aufruf, der besagt, dass man solche Sachen, also solche Grenzen einfach abreißen soll. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Augen öffnen für die Wahrheit, unsere Augen reinhalten und die islamischen Gesellschaften ebenfalls. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu ala nabiyyina.